Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um meinen Kanal, Dirks Trockenbau- und Handwerkerkanal. Ich möchte da mal so ein paar Sachen erzählen, die euch vielleicht auch interessieren. Also erstens die ganzen Videos, die schon gelaufen sind, die teilweise auch 8 Jahre schon alt sind. Da hat sich nichts geändert an der Vorgehensweise oder vom Material her. Es gibt mittlerweile auch neue Materialien. Nehmen wir zum Beispiel das Spachtelvideo, das schon 2,8 Millionen Aufrufe hat. Aber das ist immer noch aktuell. Also man kann es auch immer oder man soll es eigentlich auch immer noch so machen, wie ich das damals gezeigt habe. Da gibt es auch keine Änderung. Es kommen immer neue Materialien auf den Markt. Wenn ich das zeige, dann heißt es direkt, der Dirk hier, Werbung. Nein, es geht mir einfach darum, wenn ich euch neues Werkzeug zum Beispiel zeige oder neue Materialien, dass ihr auch am Bildschirm wisst, ach, das gibt es auch. Weil woher wollt ihr es sonst wissen? Ihr könnt es dann nicht wissen. Und wenn ich es zeige, viele von euch oder manche von euch, die wenigsten sagen dann, ach, Werbung. Das hat nichts damit zu tun. Weil was bringt es euch, was zu zeigen oder sonst irgendwas? Und ich stelle das Material oder das Werkzeug nicht vor. Es ist egal, was ich dann mache. Ich finde, das gehört auch mit zu meiner Tätigkeit als Influencer, euch zu sagen, pass auf, ich habe früher den und den Schrauber genommen, Trockenbauschrauber zum Beispiel. Und es gibt aber mittlerweile viel bessere. Warum soll ich das nicht machen? Ich meine, ihr sollt es auch wissen. Wenn ihr einen Fernsehfilm oder einen Film guckt im Fernsehen, dann kommt auch ständig Werbung. Woher sollt ihr es sonst wissen, dass es irgendwie was Neues auf dem Markt gibt? Und halt der Ursprung, warum ich das jetzt sage, ist halt, dass alle Videos, ich bin sie auch nochmal durchgegangen heute Morgen, und es gibt wirklich kein Video, wo ich sagen würde, nee, das kannst du so nicht mehr zeigen, weil es ist nicht mehr auf dem Stand der Dinge. Also alle Videos sind immer noch genau so auf dem Stand der Dinge wie damals oder wie ich sie vor 2 Jahren gezeigt habe. Wie gesagt, neue Materialien kommen dazu und ab und zu mache ich ja auch mal ein Video mit einem neuen Material, zum Beispiel Fliesen überspachteln oder sonst irgendwas, wo ich denke halt, das hilft euch dann, was man da noch oder was man überhaupt an Material oder Werkzeug nehmen kann. Dann kommt auch oft der Spruch von euch oder lese ich dann unten drunter, Werbung. Wahrscheinlich, weil ich oben rechts in den Videos immer Werbung stehen habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir leben hier in Deutschland. Da kann ich nicht machen, was ich will als Influencer, aber auch nicht die Mikroinfluencer, die also unter 100.000 haben, nennt man Mikroinfluencer. Da könnt ihr auch nicht machen, was ihr wollt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel von irgendeiner Firma was geschenkt bekomme, was dann natürlich auch versteuert wird, ist Pflicht in Deutschland, dann und das sieht man dann im Hintergrund in diesem Video. Und irgendeiner vor der Kamera oder vor dem Monitor denkt dann, ach, was hat er denn da stehen? Ah, da machst du doch mal hier eine Abmahnung. Das ist so einfach in Deutschland geregelt, wenn dann so ein Produkt nicht als Werbung gekennzeichnet ist, ist man dran. Und das umgehe ich damit, indem ich oben rechts in all meine Videos und auch auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook immer Werbung oben rechts reinschreibe. Das hat diesen einfachen Grund. Und wenn ihr euch mal mit dem Thema befasst, also es ist unwahrscheinlich schwer in Deutschland, keine Abmahnung zu bekommen oder keine Anzeige zu bekommen, was das Thema angeht. Deswegen werde ich auch immer oben rechts in den Videos Werbung reinschreiben, dann sichere ich mich mit ab und mir kann eigentlich keiner an den Karren. Ja, das wollte ich eigentlich mal dazu sagen. Aber wie gesagt, das Video geht eigentlich darum, dass ich euch sagen will, die ganzen Videos sind immer noch aktuell. Da gibt es auch keine technische Veränderung. Man kann immer irgendwas besser machen. Klar, ich mache es so, wie ich es euch zeige. Ihr könnt es auch dementsprechend nachmachen, ist gar kein Problem. Das wollte ich euch eigentlich damit sagen. Ja, was gibt es sonst noch? Das war es eigentlich. Das lag mir ein bisschen auf dem Herzen und ich denke, ich kann auch mal so ein Video machen, wo es dann um den Kanal geht. Und ja, ich hoffe, ich konnte schon vielen von euch helfen. Man sieht es ja auch in den Kommentaren, habe das und das gebaut und das freut mich dann immer, wenn ich euch dann helfen konnte.
Dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag, eine schöne Zeit, bleibt gesund, abonniert diesen Kanal oder beziehungsweise stellt die Glocke an, damit ihr seht, wann das nächste Video online kommt. Und es kommen ja ständig neue Videos und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Dann wünsche ich euch Spaß, bis dahin, tschüss, euer Dirk.